Mr. Mofa Jason King und ich bin bereit für die Mofa-Werk Riders. Komm rüber, Alter, wir fahren. Stehst du schon unten? Ja. Ja, passt, ich zieh mich gerade an. Der ist der Ärgste, Alter, in den Roboter auf der Baustelle wohnt. Haben sie verbarrikadiert. Verrat nicht alles. Ja, komm raus. Wo ich gerade einquartiert bin. Merkt das keiner, wenn du da auf der Baustelle wohnst? Ja, heißt, die arbeiten ja jetzt eh nicht. Und wenn sie arbeiten, verstecke ich mich oder bin ich eh mit meinem Mofa unterwegs. Okay, ja, dann komm, passt. Passt, ich komm schon gleich. Passt. Wieso geht's da schon noch was hin? Da ist ein Sandler unterwegs. Der King ist da. Sperrt zu. Servus, grüß euch da draußen, seid ihr bereit? Kommt's mit, wir machen eine geile Tour. Euer Mr. Mofa, Jason King, Riemens Dax, es geht los! Wo fahren wir hin? Wir fahren zum SH Performance! Richtig. Jawohl! Hallo, ich bin der Dax, bin von den Mofa Rack Riders und wir starten heute einen Angriff. Alles gut verloren, da sieht man nichts, weil ich schon das Kleiderständer missbraucht habe. Was passiert mit dem? Schaut das an, das ist ein mega geiles Gefährt. Ein riesigen Lenker drauf. Wir brauchen einen Spezialisten, der uns das verlängert und das machen wir heute. Der Sancho. Die Verfressenen. Yo, Rivens! Was hast du gekauft? Ich bin der Rivens von den Mofa-Werk Riders. Ich komme gerade live von der Mofa-Werk World Tour. Steppert, ist das geil, Alter. Zeig das mal her. Wo gibt's das? Gibt's im Mofa-Werk Online-Shop demnächst. Für alle, was bei der Mofa-Werk World Tour dabei sind. Und das sind die Termine, wo wir dabei sind. Ja, voll. In Erzberg Prolog und Defly Rally und Buch Maxi Range und Mofa-Werk Days und Motro. Und bist du deppert? Bist du deppert? Ich bin gerade einer angesprochen, ob wir die Mofa-Werk Riders sind. Ja, und? Hast du gerade Autogramm gegeben? Ja, hab ich gegeben. Geiler Scheiß. Ja, erst passt. So, es geht los. Alle ans Gruf rein tun und fahrt zum Meeting werden. Ach so, ist das Pflicht? Das ist Pflicht. Na gut. Dax, der Airbag, Alter. Der Mund-Airbag. War ein Airbag. Ja, wir sind gelandet. Manuel Sindelhofer. Wir müssen mal gleich entladen. Riemen Sie schnell an. Was? Ich brauche alles mit, was ich hab. Alles. Das ganze Proviant, alles was ich gepackt habe, brauche ich. Inklusive das wunderschöne Moped. Du mal raus, dein Proviant. Dein Fallschirm. Wir haben das schon. Erst hilft es den Mann, er kann jetzt nicht allein machen. Ja, ohne Bremsen ist ja Wahnsinn, ich halte es hinten. Ja, tu den Karton weg, den Karton weg. Der Jason holt es hinten. Ah, da hat es ja mich aufgefressen. Das ist ja mehr die Bekannte. Die haben wir eh schon ein paar Mal im Video gehabt, genau. Dann haben wir den Klon davon. Genau. Der ist ein echter Klon. Ja. Also die Folgen sind wirklich in echt nochmal geiler als auf die Kameras eigentlich, gell? Da schon Teile beieinander oder was oder noch? Ja, also der Bruder, der da gerne in der 50 Kubik-Klasse fahren, in der offenen. Ja. Und natürlich ein GME, Eilos. Und da der Motor eigentlich so her nichts Besonderes ist, kommt dann eine andere Besonderheit, was sonst keiner drauf fährt. Okay. Kommt dann noch, aber das ist noch eine Überraschung. Ja. Das ist noch geheim. Was ist, kann man da einen Probesitz machen nebenbei? Probesitz? Ja, aber bei der musst du ein bisschen aufpassen, da ist die Sollhalterung noch nicht so ideal. Ja, hol's raus da. Zeig her vor der Kamera. Stell den Moped vor. Jawohl, das ist euer Mr. Mofa Jason King und ich spüre jetzt mal das Modell da. Sitzt auf diesem mega geilen Gefährt. Manuel von SH Performance, erzähl uns ein bisschen was über das geile Gefährt da. Ja, also gewichtsmäßig ist ziemlich angespeckt worden. Mhm. Hat 31 Kilo. Rennfertig. Wiegt fast nichts. Ja. Dank der ganzen Carbon-Trimmer und der Titanstraßen. Ja. Schwingen alles Carbon daher. Ja, genau. Ja. Scheinbremsen aufgebaut.
Ja, genau, von Gal. Ja. Natürlich auch kleine, weil. Aber von einem starken Rauch. Gell? Also jo, ich schätze mal, du setzt auf Qualität, gell? Ja, genau, Qualität. Ein Kinderklumper kommt da nicht drauf. Ja, das denke ich mal, weil ich schätze mal, wenn du dann unterwegs bist mit, was sind so Top-Geschwindigkeiten? 100. Von dem ungefähr? Ja, von dem 85, 90 so. Sehr gut. Ich schätze, wenn du da von Wish deine Teile hättest, reißt es in der Luft. Ja. Motor, das Zylinder ist ja geheim, wie wir wissen, gell? Der Kopf ist ja, ein Kreidlerkopf, genau. Oder was? Ja, genau, der Kopf ist ein Kreidlerkopf. Ja. War MW-Technik angepasst, genau nach meinen Vorstellungen. Der schaut nämlich im Zylinder rein, hat genau eine Passung, dass er zentriert ist. Weil eben die Stehpulzer, zum Glück habe ich die DAX Factory Stehpulzer, die passen wenigstens ein bisschen von der Länge. Steht nicht immer. Leider sind sie noch immer wegen der Zentrierung ein bisschen zu kurz für solche Spezialbauten. Ja. Aber eben dann haben wir es zentrieren müssen über den Zylinder. Okay, ja. Was auch gegangen ist. Ja, Zylinder, 85 Kubik ist drinnen. Ja. Nicht schlecht. Da gehen wir eher los. Wahnsinn. Und das sehen wir nicht so beim Beschleunigungsrennen, ne? Ja, genau. Was haben wir da für einen geheimen Knopf, der Selbstzerstörungsmodus dann? Sicher, den habe ich. Darf ich da drucken? Darf ich da drucken oder passiert ja, nein, da was? Das ist der Absteller. Ah, wunderschön mit eingebaut. Da, Buchshop haben wir auch drauf. Sehr geil. Mofa-Werk Rider Sticker ist oben. Aber eins fällt dann auch, ein Mr. Mofa Sticker. Aber ich glaube, das kommt auch bald. Ja. Ja, aber geil. Da stehen sie auch noch aufgereiht. Oh, das ist ja Wahnsinn. Bist du deppert? So viele Gefährte. Sind das alles deine? Natürlich. Außer die Weinrolle, die gehört in Burda. Jawohl. Da eine originale Rode, hat einmal Rosenmann gekostet, hast du gesagt. Ja, genau. Das waren noch Zeiten. Eine gute Tat und als Geschenk. Hat die Russen greifen. Was ist denn da schon wieder los? Das Lagerhaus sperrt zu. Und da noch einer allerdings, gell, mit Zweigang Handschaltermotor. Genau. Die schaut mir aber von der Farbe her komplett original aus. Nein. Riebe, das füllen wir das an. Der ist von einem guten Lackierer lackiert. Stellarisch. Okay. Wenn man gute Leute hat, fabriksneu. Kriegt man es auch hin, dass es ausschaut wie original. Ja. Geiler Scheiß. Cesario King. Jawohl, wir haben gut gespeist. Wir haben sehr Schweißpizza reingehauen. Schweinspizza? Schweiß. Okay. Und jetzt ist alten Alforno-Rezept. Was macht sie? Wir haben mein Moped gemacht. Schaut euch das an, wir haben einen riesigen Lenker aufgemacht. Ja. Und ich habe mal provisorisch, wenn man das anschauen wollte, die einfach rauf da. Die Zeitzüge sind gespannt, wie es noch geht. Wie eine russische Pamizwa. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall, wir haben da einen Profi, der sich auskennt mit großen Dingen. Okay. Und zwar mit großen Lenkern. Der Manuel von SH Performance, Manuel Sindelhofer. Ja. Moped-Beschleunigungs-Rennfahrer. Das seht ihr aber eh schon alles, sein Fuhrpark. Und jetzt basteln wir ein bisschen, damit Mr. Moffat Jason King auch mal mobil ist. Wie lässt du das heute an, Manuel? Also, wir werden einmal die alten ausbauen. Ja. Jawohl, ist eine gute Idee. Dann eben die Hüllen einfahren. Ziehen wir gleich mal die Handschuhe ja. Da. Also, quasi das, schwarze, auf die richtige Länge zuschneiden. Und dann die Züge einfahren, Stück für Stück und. Okay. Passen. Das wird bohrt, Manuel, oder was? Ja, also diese holländische Qualität, ich weiß es nicht. Wir müssen Schneider sein Fuß überzeugt dich nicht ganz. Bauen wir es oben dran besser. Okay. So, die Griffe sind wieder drauf. Du hast so feine Dinger drauf gemacht, oder? Ja, genau. Das jetzt kommen die Bauten. Genau. Du zwickst jetzt auf die richtige Länge, oder? Lieber Manuel, ich hab noch was für dich. Vor 2 Jahren angeblich haben wir dann ein Original Werksfahrer Ottmar Rubi Autogrammkarten mit Wippnum sogar, habe ich gerade gefunden in meinem alten Rucksack. Bitte sehr, jetzt ist es endlich soweit, dass danke er dir sehr. Das überreichen kann. Danke sehr. Kannst du gleich in deiner Werkstatt aufhängen. In meiner neuen wird das gleich gerammt. Jawohl. Buchwerksfahrer Autogrammkarten. Perfekt. Da wird schon eingefädelt, Manuel, oder was? Ja, mal da auf. Eingefädelt! So ein Scheiß. Achso, da bauen wir noch.
Er macht es einfach, wie es geht. Oder so. Oder wir bohren im Blech. Das ist eine letzte Frage, gell? Wo die Bauten entlang gehen. Da könnte man eben da ein super Löcher bohren, oder? Und ja, das, nein, das ist 10er Winkel. Ich hab's da reingebohrt bei mir. Da. Und dann gehst du so rein, mhm, und gehst mit der Kurve. Und dann kommst du da mit der Kurve wieder so raus. Weil der Lenker, der ist schon ziemlich arg im Auge, oder? Jetzt haut man das ganze Kram zusammen. Hä? Fragen wir einmal, ob man Löcher bohren darf, oder? Da ist unten ist einmal klar, dass wir da her müssen. Jawohl. Und ob man dann. Passt. Dann macht man das. Aber dann kannst du mir erklären, wie man das dann. Wenn wir es einfallen, ist ja kein Problem. Aber wie fallen wir es denn dann wieder raus? Oder eine Feder. Ausfallen. Hm? Was müssen wir ausfallen? Nein, gar nichts müssen wir ausfallen. Passt da alles. Denkfehler. Geht schon bald rein. Eine Frage, wo haben Sie dieses Verfahren gelernt? Also, ich war jahrelang Werksmechaniker in der HTL, Ausbildung HTL. Und welche HTL? Machen wir da ein bisschen Werbung? Ja, das war in Neustadt. In Neustadt. Kann man eigentlich nur positiv drüber reden, glaube ich, weil ja, genau. Jason King hat seine Differenzen mit der HTL wohl rumgehabt. Ich glaube, ich hätte auch bei dir nein, Unterricht werden sollen. Das hat schon passt, ja. Jawohl, sehr schön. Alles hat er da. Da schaut der Dax. Wie geht die Werbung? Ja. Auf zum nächsten Loch. Jetzt haben wir es dann noch wohl. So, die Hilfsmittel sind bereit. Ja. Das mag nicht so einfach. Vorsicht! Ist der Bad. Schau, man lernt nie aus. Unglaublich, das sind die alten Dachstricks. Die Mathe-L-Tricks. Könnte man dann vielleicht die große Absaugung noch einschalten? Mach die Gier zu davon. Da zieht ziemlich kalt einer. Gut, Leon, es kann sich eigentlich nur um Stunden handeln. Bautenzug ist drinnen, hä? Fein, ja, fein. Ja, Wahnsinn, da geht's dahin. Sogar mit so einem Nippel, Alter, ist scheiße. Ja, Kopfarbeit. Jetzt sind die Bautenzüge. David Guetta. Ja. Alles! Brennt! Dax Factory Park. Dax Factory Bock da, oder? Na, da fertig, ja. Da geht's da hin. Das hat zwei Mann Betrieb. So, kleiner Zwischenstand. Wie schauen wir aus, Manuel? Sehr gut. Es wird. Es wird. Wir haben jetzt da schon einen Schalthebel da montiert. Den haben wir da so entschieden, dass wir den da mittig anbringen. Wir haben da auch schon wunderschöne Löcher bohrt und die Kabel in Lenker verschwinden lassen. Das ist ein Spezial Sindelhofer Verfahren. Einfach den Lenker anbohren. Und ja, geht dahin. Schaut schon ziemlich geil aus. Let's go! Gleich geht's weiter. So, Dax Factory und SH Performance sind immer noch am Werken. Riven steht hinten und gehen Sie eins dahin und checkt sein Handy durch, der checkt die Finanzen auf dem YouTube-Markt. So, den Gasgriff brauchen wir noch und dann geht die Sache schon dahin. So, wir sind da schon wieder am Schneiden.
Fertig sind wir! Manuel, sind wir schon fertig? Bist du sicher? Ein bisschen scheinen noch. Futterbremsen noch? Nein, das ist schon die Futterbremsen. Schon fertig. Ja, meine ich ja, die Futter. Achso, noch anschneiden, genau. Sehr nice. Was für ein Spiel spielst du da? Ich spiel da schwarzer Bildschirm. Ist das Moped ist ein Gerät. Na, bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Nein. Warum nicht? Du musst nicht sehen, die Futterbremsen bremst du überhaupt nicht. Na, braucht man die überhaupt? Oh ja, bremst der. Super. Ja, halt. Der Druckpunkt passt nicht fürs Pickerlmisch. Der nimmt's ganz genau. Ja, ich glaube, der brauchst bald neue Backel. Also ich glaube, der Salzug halt länger als die Backel. Ja. Aber jetzt riechen wir mal das geile Moped da. Das ist echt der Wahnsinn, Mann. He? Wir haben jetzt die Seilzüge alle verschwunden im Lenker. Jawohl, so ist es. Wahnsinn. Da geht's dahin. Manuel rammt auf einer alles weg, dass er ausschaut, das hätte man nichts gemacht am Video. Gut hat er das gemacht, das ist ein Spezialist. Ich muss schon sagen, Genauigkeit hoch 10, also der nimmt es wirklich ganz genau. Und gibt's nicht, geht nicht, gibt's bei dem Menschen nicht. Der macht immer, der macht das perfekt. Wir werden mal, jetzt werden wir es noch auszahlen und mal ausstarten, oder? Dass die Nachbarn auch wissen, dass der Jason King im Lande ist. Schauen wir, ob sie überhaupt rein. Jawohl. Das wäre ein kleines Problem, ich weiß nicht, wie wir die da reingebracht haben. Der ist freier geworden. Pass auf, jetzt mit den Lächeln braucht ihr auf den Zahn reißen am Lenker. So, da. Rückwärts raus, da. Oh, ich hier rein. Ein Jolly Joker? Der ist da ganz unten drin, der fette Tupfer. Der war gar nicht dabei. Jetzt ist er dabei, die Polizei kommt schon. Da ist ja ein Platz. Ja. Siehst du, da hätte ich mein Ding mitnehmen sollen heute. Schau, was ich überhaupt mag. Erster Start seit dem Rennen. Bist du, oder? Ja, nie Grenzen. Holla die Waldfee! Stellst du, willst du ausstarten? Start du an, Chef. Ja, jetzt schau mal gar. Wo muss ich drücken? Da gibt es eh noch einen Knopf. Und wo ist der? Der fettere schwarze Runde. So, gehst du drauf? Ja, einmal da aufstecken. Jetzt? Ja. Wie lange darf ich da drauf bleiben? Geh runter. Wenn es rennt, kannst du da freilauf. Thank you.
Fuck, dir damit gefangen, gell? Das ist super ins Finster, ist einer, da schaut das geil aus. Geht gut, hä? Ja, mit der neuen Kupplungseinstellung. Ja. Schaut das auch gut aus. Kennen Sie die Sindelhofer von der Performance? Der traut auf, der Hundling, der. Nicht schlecht, Alter, bei solchen Temperaturen. Trust is in my friend or my foe. I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that clean ass roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at all this silly, I'm about to Bambi. Baby's yellow, taxi.